verschlechtert die allgemeine Stimmung der Zuschauer. Tut mir sehr leid für euch. Das war knapp, ich hätte mehr ausholen müssen. Ja, ich habe jetzt auch, wie gesagt, lang kein EDS zweimal gespielt, außer da mal kurz und da bin ich definitiv nicht so eine kleine Strecke gefahren. Also ich bin kurz mal 100, 200 Kilometer gefahren und bin in der Zeit dann so oft gerammt worden und war so kaputt und alles kaputt und so. Und ich hatte einfach keine Lust mehr dann. Ja, habe ich da dann auch einfach aufgehört, ohne den Auftrag zu beenden. Ich habe mich verschalten. Warum schalte ich von den 8. in den 12. Gang? Wer weiß das schon? Eigentlich mein Mikro. Ja. Mein Headset meine ich. Muss ich mal gucken, ob ich das auch auf Stereo und nicht Surround, weil bei Surround ja, geht der Akku schneller weg. Und das Headset halt allgemein nicht so mit langen Akkuzeiten. Obwohl, es geht eigentlich. Also, was ich echt eine geile Idee fand, also man hat ja bei dem Headset, ich habe jetzt das G930 von Logitech, ein Funkheadset, also man hat einen USB-Teil da, das steckt man rein und dann ist das so eine Art Kreis, wo zwei Kabel dann aufgerollt sind. Einmal ein Ladekabel für das Headset und einmal das USB-Kabel für den PC. So, und in dieser Rolle ist auch noch der Stecker für den Empfänger des Headsets. Und na, das Problem ist, wenn man das Headset jetzt daran anschließt, dann bekommt das nicht sehr viel Strom vom PC. Da kommt einfach nicht so viel Strom durch. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, daraus folgt, dass wenn das Headset komplett leer ist und ich gerade am Skypen bin, dass es sich schneller entleert, als es sich auflädt. Das ist ziemlich scheiße. Außerdem, wenn ich es daran angesteckt habe, schaltet sich die ganze Zeit aus an und das macht immer sehr nervige Geräusche und es ist allgemein sehr nervig. Das konnte ich alles lösen, indem ich. Was ist da los mit ihm? Indem ich einfach das Headset jetzt per Steckdose lade. Also ich habe noch ein. Na egal, das ist diese. Im USB Mini ist es, glaube ich. Dass den inzwischen auch die meisten Handys benutzen. Außer iPhone natürlich. Pff, scheiß auf iPhone. Da habe ich noch einen zum Kugeln haben, da habe ich hier auch irgendwie ganz viele im Zimmer, hier ein Handy überall laden kann. Und damit funktioniert das ganz gut und damit wird das auch einigermaßen schnell geladen. Und es kommt mir auch so vor, als wenn der Akku länger halten würde. Das kommt mir wahrscheinlich aber nur so vor, weil es schneller geladen ist. Ich tue das meistens nie komplett aufladen. Ich muss einfach nur, was weiß ich, eine halbe Stunde, Stunde dranhängen und dann ja, wieder wegtun. Und dann. Ja, bei Steckdosen ist es da meistens Zufall, dass es wieder. Ach, scheiße. Dass es wieder ein paar Stunden hält. Und ja, wenn ich das jetzt eben per PC machen würde, beziehungsweise per den mitgelieferten Stecker, dann. Das war alles geplant. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade am Reden bin. Ich bin nicht der multitasking-fähigste Mensch auf der Welt, muss ich einfach mal zugeben. Wenn ich mich auf ein Thema konzentriere, dann vernachlässige ich das andere komplett. Und naja, ich konzentriere mich darauf, einigermaßen sinnvolle Sätze zu sagen und einigermaßen irgendwas zu sagen, das einigermaßen spannend ist, ohne 20.000 Mal einigermaßen zu benutzen, was mir nicht gelungen ist, und eben nicht aufs Fahren. So, ist ja auch gleich da, in einer halben Stunde, Ingame-Zeit, Outgame-Zeit, nennt man das so, Outgame-Zeit? Ich habe keine Ahnung, Real-Life-Zeit, ja, paar Minuten. 30 Kilometer, das dauert nicht lang. Und ich glaube, ich muss noch für die nächste Folge damit was an der Triebfeder ändern, weil ich glaube, die ist ein bisschen stark eingestellt. Na, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen echten LKW gefahren. Ja, will dann auch mit 15 LKW fahren, das ist unrealistisch. Und habe deswegen keinerlei Vergleich. Aber ich denke, ein bisschen schwächer dann. Ja, ist das besser, weil. Wenn ich dann echt mal ein Gesprächsthema habe und echt lang aufnehme, dann ist das nervig, wenn man da immer dran ziehen muss wie sonst was. Aber naja, schlimm ist es nicht. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht dran denken. So, das wäre der ganz schnelle LKW vor uns. Ist frei. Nein, ist nicht frei. Ach, ich drücke falsch Knöpfe. Ist frei. Da gerade kommt ein Auto, aber das ist ein Regentropfen.
und ein bisschen Gas geben, damit ich die überhole. Ah, da vorne muss ich gleich rechts, ne? Beeil dich! Komm schon, Motor, ich glaube an dich, ach. An dich, Motor, glauben, was ist los mit mir? So. Bremst doch ein bisschen stärker und ich falle hinten drauf. Da ist das Ziel erreicht. Noch ein Gang runter. Da habe ich jetzt echt etwas stark bremsen müssen. So, ich glaube, ich habe gerade Gangschaltung gehört. Dieses Klick-Klick. War einmal den Gang... Das war geplant. War einmal den Gang raustun und dann den neuen Gang reintun. Ach, scheiß drauf. Dann bleibe ich eben hier stehen. Ich sehe die Ampel eh nicht. Ach doch, ich sehe da rechts ein rotes Schimmern in der Scheibe. Wenn das weggeht, kann ich links abbiegen. Na, fast. Also. Das ist übrigens mein Stuhl. Wenn ihr irgendwann mal im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist meistens mein Stuhl. Oder meine Schwester. Mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht, aber da die zurzeit nicht da ist, mein Stuhl. So. Sind wir schon gleich da. Mal gucken, wo wir das abliefern müssen. Also... Ich konnte jetzt den Hersteller nachgucken, aber das sagt mir noch lange nicht, wo das ist. Irgendwo mitten in Amsterdam halt. Also, sehe ich jetzt. Hätte ich auch außerhalb sein können, aber jetzt sehe ich, dass es mittendrin ist. Ziemlich mittendrin. Da ist eine Ampel. Bremsen. Oder? Ach, das ist ja schön. Wenn ich 22 Tonnen dabei habe, rollt der LKW nicht von allein weg. Oh, die Ampel ist grün. Das wusste ich. Wenn der jetzt fährt und ich schuld bin, ne? Nicht fahren. Nicht fahren. Nicht fahren. Hochschalten. Nicht fahren. Okay, ganz fahren. Jetzt ist es mir scheißegal, solange er nicht in mir reinfährt. In mir reinfährt. In mich reinfährt. So, ich glaube, die Vorhersage der Zeit passt sich der Geschwindigkeit an. Kommt mir jedenfalls vor, weil... Dann habe ich für 1 Kilometer eine Minute gebraucht. Und ich glaube, das war vorher nicht so, dass 1 Kilometer eine Minute entsprach. So. So, das werde ich nicht nutzen, soweit es geht. Vielleicht habe ich irgendwann einfach keinen Bock mehr auf einparken und dann werde ich es benutzen, aber jetzt erstmal nicht. So, ich werde ein bisschen auf die Straße rausfahren. Und ich brauche einen Warnblinkerknopf. Damit alle wissen, ich packe ein. Optionen. Tastenbelegung. Der Warnblinker. Die Warnblinkanlage. Die kommt hier hin. Mach ich gleich an. Blink, blink. Ich hoffe, das ist überhaupt die richtige Lücke, wo ich gerade rein will. Ah, das sieht gut aus. Nicht ganz perfekt, aber ziemlich gut, meiner Meinung nach. Für meine Verhältnisse. So, ja, gute Arbeit. Warum nur gute... Ach so, ich habe einmal etwas... ich bin einmal gegen die Wand gefahren. Fortfahren. So, ich würde gerne... Ich glaube, ich mache das hier.